Hallo, ihr Lieben. Mich drängt es zu diesem Video und ich habe noch keine Ahnung, wo es hingeht. Das ist wieder ganz typisch. Ich musste mich jetzt hier hinsetzen und ein Video aufnehmen, weil ich glaube, was sagen zu müssen und dass das ganz wichtig ist. Wobei ich noch keine Ahnung habe, wo es wohin führt. Fakt ist, was ich im Moment unheimlich wahrnehme im Außen bei so vielen Menschen, wie es brodelt und wie es drückt. Und dass im Moment so dieses, boah, scheiße, ich will meinen eigenen Weg gehen und ich bin eigentlich entschlossen, das zu tun, aber da fliegt mir gerade irgendwie alles um die Ohren. Die Familie lehnt sich gegen mich auf und sagt mir, dass ich verkehrt bin. Mein Konto ist überzogen. Ich habe keine Ahnung, wie ich an Geld kommen soll. Ich weiß nicht, wie dieses andere Leben funktionieren soll. Es zeigt sich einfach nicht. Und trotzdem weiß ich, dass es möglich ist. Bin aber immer wieder am Überlegen, oh, gehe ich doch wieder arbeiten? Tue ich etwas nur fürs Geld, obwohl ich das eigentlich nicht mehr wollte? Und das scheint, boah, überall zu schwingen und da zu sein und präsent zu sein und vor allen Dingen so extrem, ja, so nachdrücklich, so grundlegend irgendwie. Also, wie wenn jetzt so ein Knackpunkt erreicht wäre, wo sich's entscheidet. So fühlt sich das gerade an. Und ich kenne das von mir selber. Ich bin durch diese Fuck-Phase gefühlte tausendmal gegangen. Immer wieder für mich zu wissen, es gibt meinen Weg. Es gibt einen leichten Weg voller Freude. Wir sind nicht hier, um auf die Arbeit zu gehen, nur damit wir Geld verdienen. Wir sind nicht hier, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Es hat einen anderen Grund, warum wir hier sind. Und das habe ich schon vor ein paar Jahren, war mir das so klar, ohne zu wissen, wie es denn stattdessen gehen soll. Und dieses ohne zu wissen, wie es stattdessen gehen soll, das hat mich manchmal echt schier umgebracht. Da war einfach ja nur dieses Gefühl in mir, dieses tiefe Wissen, Scheiße, das muss doch irgendwie anders gehen, das kann nicht alles gewesen sein. Und dann habe ich mich natürlich auf meinen Weg gemacht und habe Bücher verschlungen, habe mir Vorträge von Robert Betz, kann ich übrigens sehr empfehlen, Vorträge und Meditationen habe ich mir von dem reingezogen, bis ich wirklich O-Ton mitsprechen konnte. Nämlich immer dann, wenn ich, wie ich das gerade gelesen habe, diese schöne Formulierung, wenn ich mit der alten Welt konfrontiert wurde, wenn ich mal wieder irgendwo auf einem Geburtstag war, auf irgendeinem Zusammentreffen von der Familie, wo es wieder um Versicherungen ging, man muss ja arbeiten und das Leben ist so schwer und oh, und man muss für die Rente vorsorgen und oh Gott, oh Gott. Und immer wenn ich auf so einem Treffen war und mich das wieder fein säuberlich aus meiner Mitte geschubst hat und weggebracht hat von meiner wilden Entschlossenheit, meinen Weg zu gehen und das Leben anders zu gestalten, wie es die meisten tun, dann habe ich mir ja, solche Bücher reingezogen, dann habe ich mir die Robert Betz Vorträge reingezogen, um mich wieder mit dieser Schwingung in Verbindung zu bringen, die meiner Wahrheit entspricht. Und das habe ich gefühlte eine Million Mal gemacht. Immer wieder, wenn ich aus meiner Mitte geschubst wurde, habe ich mich mit Erfolgsgeschichten von anderen beschäftigt, habe mir Artikel durchgelesen, habe mir Bücher genommen, habe mir Vorträge angehört, um immer wieder mich in meinem Gefühl zu bestätigen und mich mit den Erfolgsgeschichten der anderen zu nähern, um mir immer wieder vor Augen zu führen, es geht verdammt noch mal anders. Ich weiß nicht, wie es für mich aussieht, aber es gibt schon Menschen, die das geschafft haben und verdammt noch mal, ich will das auch und irgendwie wird es gehen. Und was ich im Moment so merke, was die Krux und die größte Herausforderung gerade für ganz viele ist, da ist dieses Wissen und dieser Wille, ich möchte, dass es anders geht, ich weiß, dass es anders geht, aber ich sehe nicht wie. Da will der Verstand natürlich wissen, ja
Scheiße, wie soll das denn aussehen? Ich sage ganz schön oft Scheiße, oder? Das muss wohl bei dem Thema so sein, weil ja, es ist Scheiße, diese Verunsicherung und nicht wissen, wo es hingeht und so. Ja, der Verstand möchte Erklärungen, der Verstand will einen Plan, der Verstand will wissen, welche 5 Schritte sind denn nötig? Wo liegt denn meine Begabung? Wie sieht mein Beruf aus? Wie muss ich mir das jetzt alles gestalten, damit mein Verstand auch glauben kann, ja, davon kannst du leben, so kann Geld reinkommen, so kann es funktionieren. Und ich glaube, das Allerschlimmste ist wirklich dieses Thema Geld. Und wie ist es möglich, mit meiner Freude, mit meinem, ich möchte einfach sein und in jedem Moment fließen lassen, was fließen möchte? Ich sage das jetzt absichtlich so ein bisschen ironisch, weil ich kenne diesen Wunsch. Wie kann ich denn damit Geld verdienen? Und da läuft der Verstand amok. Und wenn ich das so mitbekomme, dann ist das Thema Geld im Moment sehr, sehr präsent, weil es geht vielleicht zur Neige gerade. Und wir wissen immer noch nicht, ja, wie soll es denn jetzt aussehen bei mir? Wo geht denn mein Weg lang? Und das Thema Geld ist natürlich die Mega-Herausforderung. Und das war auch einer und ist wahrscheinlich noch einer meiner größten Lehrmeister. Im Moment ist bei mir finanziell alles super. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn es anders werden würde wieder. Aber ich bin bereit dafür, dass es anders werden darf. Also, ich glaube, für mich war es ganz wichtig zu erfahren, kein Geld zu haben, um davon wegzukommen, vom Geld mein Glück abhängig zu machen. Weil wenn das alles sofort funktioniert hätte, wenn ich quasi niemals ohne Geld dagestanden hätte, wäre ich, glaube ich, nie aus dem Muster rausgekommen. Oh, ich muss mein Geld horten, ich muss das behalten, ich muss sparen, ich muss aufpassen. So, ich wäre da drin geblieben. Und das wäre so schade gewesen. Weil es war so wichtig, es zu erfahren, dass ich trotz ja, Geldmangel, trotz einem überzogenen Konto, trotz der Tatsache, dass ich echt pleite bin, glücklich sein kann. Dass das nichts an meinem eigenen Wert ändert, dass das nichts daran ändert, ja, die Fülle zu spüren, den Reichtum in mir. Und zu merken, dass der Kontostand überhaupt nichts darüber aussagt, wie wertvoll ich bin. Und dann auch für mich anzuerkennen, das, was ich tue, nach was mir in jedem Moment ist, das ist genau das Richtige. Auch wenn ich nicht sofort ersehen kann, ja, damit kannst du jetzt Geld verdienen. Sondern oft sehen wir halt nicht, wo das hinführt. Und trotzdem ist es uns ein Bedürfnis, genau das jetzt zu tun. Sei es ein Bild malen, sei es einfach nur sitzen und Gefühle fühlen, sei es in Meditation zu gehen und sich seine Themen anzuschauen, sei es einfach nur sich mitten am Tag nochmal hinzulegen und ein Nickerchen zu machen, weil ich mega müde bin und weil es überhaupt keinen Sinn hat, irgendwas anderes jetzt anzufangen, weil ich eh so müde bin. Also ich, ja, ich kann mich dazu zwingen, aber es ist so hirnrissig, weil es wird nichts bringen. Ich bin müde, ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe keine Lust drauf. Ich zwinge mich nur dazu, weil mein Verstand sagt, du kannst dich jetzt nicht am helllichten Tag hinlegen. Geht nicht, tu was, verdammt. Und dem nachzugeben, sich dafür auch zu feiern, es anzuerkennen, dass genau das jetzt das Richtige ist, dass es wertvoll ist, das jetzt zu tun. Es gibt diesen schönen Spruch, ich weiß tatsächlich nicht mehr, von wem der ist, und ich kann auch nur den Inhalt ungefähr wiedergeben. Wir tun meistens dann am meisten, wenn wir nichts tun oder wenn wir der Meinung sind, gerade nichts zu tun. Nämlich dieses Leise und Stille, das war bei mir auch so eine Herausforderung, diese
Innenschau, diese Arbeit mit mir, dieses mich heilen, dieses mich um mich kümmern, bei mir gucken, wer bin ich denn? All das anzuerkennen als Arbeit. Arbeit im positivsten Sinne, als wertvoll, als das Richtige. Und oft ist es ja echt so, wenn Menschen so auf der Suche sind nach ihrem Weg, nach wer bin ich, wo soll es für mich hingehen, wie möchte ich mein Leben gestalten, wie kann ich Erfüllung erleben, wo ist ja vielleicht die Berufung, wo sind überhaupt meine Interessen, dass wir das Gefühl haben, wir tun nicht das Richtige, wir tun nicht genug, wir strengen uns nicht genug an. Und dieses innere Gefühl von, na, das ist ja jetzt nichts wert, was ich mache, das erzeugt halt wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dem Mangel, den wir dann im Außen erleben, weil wir nicht glauben, dass wir dafür belohnt werden vom Leben, wie auch immer. Also dass uns dafür etwas zusteht. Und das habe ich auch ganz lange bei mir gehabt, dieses, boah, scheiße, ich habe wieder den ganzen Tag nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, was man im Außen hätte sehen können. Also ich habe jetzt nicht Fenster geputzt, was man betrachten könnte, sondern ich habe in mir geputzt. Ich habe mich mit mir beschäftigt. Ich habe meine Wunden angeguckt. Ich habe mit meinem Körper gesprochen. Ich habe Beziehung wieder zu mir hergestellt. Ich habe mich zu mir wieder durchgegraben. Und das ist verdammt nochmal wertvoll. Und das ist verdammt nochmal genau das Richtige. Und dafür der Weg lang, darum kommen wir nicht rum, wenn wir ja unseren Weg leben wollen, wenn wir uns finden wollen, wenn wir das Leben anders leben wollen. Und wir dürfen diesen Wert anerkennen. Wir dürfen diesen Reichtum anerkennen, dessen, was wir tun. Es ist so ein großes Geschenk. Das Leben will nichts weiter von uns, als dass wir das tun, was jetzt genau jetzt getan werden will. Und wenn es das Nichtstun ist, was getan werden will. Und das ist es. Und ich glaube, da dürfen wir den Blickwinkel einfach auch verändern und die Wertigkeit wieder sehen. Was wir dem Leben für ein Geschenk machen, wenn wir genau in dem Moment das ausdrücken, was ausgedrückt werden will. Dadurch schenken wir uns selbst dem Leben und das, was durch uns einfließen will in das Leben. Das ist das Wertvolle. Wir sind wertvoll, wenn wir in jedem Moment unseren Impulsen nachgeben. Das darf in unseren Kopf rein. Wir sind nicht nur wertvoll oder wahrscheinlich gar nicht wertvoll, wenn wir uns anstrengen, wenn wir glauben, was tun zu müssen, wenn wir uns zu was zwingen. Damit tun wir dem Leben keinen Gefallen, damit tun wir uns keinen Gefallen und unseren Mitmenschen auch nicht. Also irgendwas zu tun, vielleicht auch für andere, was wir im Moment gar nicht wollen, damit belügen wir uns, damit belügen wir andere und das ist nichts Nährendes, das ist nichts Liebevolles. Damit tue ich weder mir noch dem anderen einen Gefallen. Und das dürfen wir, glaube ich, wieder erkennen, dass das, was wir an Impulsen empfangen, die kleinsten Kleinigkeiten, dass das genau das Wertvolle ist und dass uns dafür das Leben beschenkt und belohnt und auch andere. Denn mit diesen Impulsen werden wir irgendwann zweifelsohne das tun, für was uns andere bezahlen wollen, weil die das so toll finden, was auch immer das sein mag. Und ohne Anstrengung. Ganz leicht. Wir dürfen für unsere Leichtigkeit bezahlt werden. Wir dürfen für das Geld nehmen, was uns in purer Leichtigkeit ja von der Hand geht, wo wir in größter Freude sind. Und das ist auch so ein Gedankending, was uns manchmal blockiert, was mich auch blockiert hat. Ich kann doch jetzt nicht Geld für was nehmen, wofür ich mich überhaupt nicht angestrengt habe. Ich kann doch nicht Geld dafür nehmen, dass ich jetzt einfach meine Freude hatte, dass ich jetzt einfach, wie bei meinen Coachings zum Beispiel, eine Stunde ich bin und halt mit dem rede. So. Ja, doch, genau dafür, weil dafür bin ich hier und das ist für andere das größte Geschenk überhaupt, wenn ich das tue, was mir doch sowieso schon leicht fällt und wo ich in meiner Freude bin. Das ist das Geschenk, was wir sind und dafür können wir durchaus Geld nehmen. So, das war schon mal einiges von dem, was ich sagen wollte. Ich habe mir hier auch noch ein bisschen Notizen gemacht.
Ach so, was ich auch unbedingt noch ansprechen möchte, es gibt tatsächlich ganz viele, und ich glaube, auch das ist sehr vorherrschend im Moment, aus dem Gedanken heraus, ich tue nicht das Richtige und ich tue nicht genug und ich könnte ja auch einfach wieder arbeiten gehen für mein Geld, ne? Die anderen tun es ja auch, wieso kann ich das nicht? Dieses Gefühl daraus resultierend, ich bin ein Schmarotzer. Ich bin ein Schmarotzer, wenn ich um Hilfe bitte, ich lasse mich aushalten. Ich tue nichts für mein Geld, die anderen müssen sich für mich anstrengen. Und damit möchte ich auch mal so ein bisschen aufräumen, weil es ist ja nur dann schlimm, von anderen Geld zu nehmen, wenn die dieses Geld nicht in Freude und Leichtigkeit verdient haben, sondern wenn die sich dafür krummlegen mussten. Und davon gehen wir aus. Geld ist was sauer Verdientes. Und wenn ich Geld von anderen nehme, dann musste sich da jemand ganz dolle für anstrengen. Und das war echt richtig bitter verdient. Und jetzt komme ich daher und habe nichts dafür getan, habe mich nicht dafür angestrengt und will jetzt dieses Geld von dem. Das geht ja mal gar nicht. Da bin ich ja der Oberschmarotzer. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich nehme Geld von jemandem, der das Prinzip Geld schon verstanden hat, bei dem es fließt, bei dem es einfach da ist, der mit seiner Freude Geld verdient, der unheimlich gerne andere unterstützt, der keine Bedingungen dran knüpft, wenn er mir Geld gibt, der einfach möchte, dass ich meinen Weg finde, der mir in der Zeit, in der ich das Prinzip Geld noch nicht verstanden habe, noch nicht meine eigene Quelle erschlossen habe, mir hilft. Und mir so lange hilft, bis ich es selber kann. Bis ich selber den Fluss wiederhergestellt habe, bis ich das Prinzip verstanden habe. Das ist doch alles andere als Schmarotzer sein, oder? Und das nächste ist, dieses Schmarotzer sein, dieses sich aushalten lassen, das hat sowas von Täter. Ich bin ein Übeltäter, ich bin Schmarotzer, ich nutze andere aus. Ich möchte zu bedenken geben, dazu braucht es zwei Seiten. Der, der ausnutzt und der, der sich ausnutzen lässt. Nur weil ich um Hilfe bitte, bin ich noch lange kein Schmarotzer. Und um Hilfe bitten können viele, aber vielleicht nicht um Geld bitten. Nur weil ich um Geld bitte, bin ich kein Schmarotzer. Wenn mir jemand das Geld geben möchte, dann kann er das tun. Das ist seine Entscheidung, das ist sein freier Wille. Nur weil ich darum bitte, zwinge ich noch niemanden dazu. Und wenn mir dann jemand Geld gibt, dann ist das in Ordnung. Dann tut er das, weil er das möchte. Also ich bin ja deswegen kein Schmarotzer. Also das heißt ja nicht nur, weil ich bitte, dass der andere dann sofort muss und gar nicht aus kann. Das ist aber leider dieses Gefühl, was andere haben. Scheiße, jetzt kann ich da nicht Nein sagen. Jetzt muss ich dem vielleicht helfen. Das geht ja mal gar nicht. Wer kann Nein sagen? Ich darf um Hilfe bitten und jeden anderen in seiner Verantwortung lassen, dass er schon das tun wird, was für ihn das Richtige ist. Wenn er mir dann das Geld gibt und sich dann darüber beschwert, dann hat er es mir nicht gerne gegeben. Dann hätte er es auch bleiben lassen können. Also auch der andere hat immer die freie Wahl. Das wollte ich auch gerne noch dazu sagen, weil viele wirklich denken, ja, ich lasse mich aushalten und keine Ahnung. Und was aber das aller, 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 aller Wichtigste ist, all diese Menschen, alle ihr da draußen, die ihr gerade dabei seid, euren Weg zu finden und zu gehen, ihr seid so wichtig. Ihr seid die Pioniere. Ihr seid die Ersten, mit die Ersten, die versuchen, es anders zu machen. Ihr seid diejenigen, die am Ende die Veränderung in dieser Welt ausmachen. Wo würden wir hinkommen, wenn nicht irgendwann mal irgendjemand anfangen würde, es anders machen zu wollen? So findet Veränderung statt. Mit den ersten Menschen, die irgendwann der Meinung sind, ja, irgendwie, das muss doch anders gehen. Also alles, was irgendwann neu kam, ich meine, wir hätten keine Flugzeuge, wenn nicht mal jemand auf die Idee gekommen wäre, irgendwie, das müsste doch funktionieren. Also wenn nicht mal irgendwer angefangen hätte, anders zu denken, neue Wege zu suchen, Dinge auszuprobieren und zu scheitern, Millionen Mal zu scheitern, bis es irgendwie funktioniert, dann hätten wir keine Veränderung. Und nur weil noch die Masse es anders macht, heißt es nicht, dass das die Wahrheit ist.
Ich zähle mich da nämlich dazu, wir sind die Veränderung. Wir sind diejenigen, die vorausgehen, die neue Wege gehen, die Neues ausprobieren, die den Mut haben zu scheitern, die den Mut haben anzuecken, die den Mut haben an ihre Grenzen und darüber hinauszugehen, die den Mut haben, die Komfortzone zu verlassen, Dinge zu hinterfragen, andere in Frage zu stellen und einfach mal Dinge anders zu tun. Und das ist so wichtig. Und ich möchte euch bitten, jeden Einzelnen, der da gerade unterwegs ist, bleibt euch treu, bleibt dran. Und wenn ihr schon 20.000 Mal aufs Maul gefallen seid, einmal mehr aufstehen als hinfallen. Irgendwann wird es funktionieren. Und dieses innere Wissen, dieser Glaube, das muss anders gehen. Für mich ist da noch was. Ich habe da eine Aufgabe. Irgendwie geht's. Das ist der Antrieb, das ist der Motor. Und dieses Wissen erschafft letztlich irgendwann die Realität. Hört bitte nie auf, daran zu glauben. Hört nie auf, aufzustehen und nochmal wieder anzufangen. Hört nie auf, an euch und eure Stimme zu glauben, auf euer Herz zu hören. Und wenn euch alle Welt was anderes erzählt, eure Wahrheit ist eure Wahrheit und die will gelebt werden. Die zeigt den Weg und die sagt euch ganz genau, dass das wahr ist, dass da noch mehr ist, dass es irgendwann funktioniert, auch wenn es gerade vielleicht nicht so ausschaut. Ich bin durch diesen ganzen Scheiß, um es mal salopp zu sagen, selber durchgegangen. Und ich möchte nicht behaupten, dass ich damit fertig bin. Ich weiß es nicht. Es ist nur im Moment okay. Im Moment läuft es. Ich weiß nicht, ob es so bleibt. Und es muss auch nicht so bleiben, wenn da noch irgendwo irgendwas für mich zu lernen ist oder aufzuräumen ist oder sonst was, dann werde ich das mitkriegen. Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich sehr viel verstanden habe. Da ist ein großes Vertrauen, da ist ganz viel Leichtigkeit, Freude am Sein, am Hingeben. Die Freude am Nichtwissen, wo es lang geht. Die Freude an der Veränderung, von der ich keine Ahnung habe, wie die aussehen wird. Die Freude, jeden einzelnen Impuls auszuleben. Und vor allen Dingen ist da eine wilde Entschlossenheit, nur noch das zu machen, was für mich in jedem Moment das Richtige ist. Mir nichts mehr abzuringen, mir nichts mehr zu erzwingen, wirklich nichts mehr. Immer wieder eine Wahl zu treffen, und zwar die Wahl meiner Wahrheit in jedem Moment. Ob ich das große Ganze verstehe oder nicht, ist mir echt piepegal. Ich habe mittlerweile so viele positive Erfahrungen gemacht, so viele kleine Erfolge gefeiert und auch echt große Erfolge gefeiert, dass ich diesen Mut habe, dass ich diese Entschlossenheit habe und dass es für mich da keinen Weg dran vorbei gibt. Ich bleibe mir treu, weil ich es mir wert bin und ich bleibe mir in jedem einzelnen Moment treu. Dafür gehe ich. Und ich wünsche einem jeden von euch, egal wie haarig es gerade aussieht, bleibt euch treu. Das ist so wertvoll. Ihr seid wertvoll mit eurem Willen, einen Weg in die Leichtigkeit und in die Freiheit zu finden, in die Fülle. Und den gibt's für einen jeden von euch. Das war meine Message zu Schmarotzern, zum Nichtstun, zur Planlosigkeit, zu allem, was da gerade ja, schwingt im Moment, was da los ist, was da im Aufruhr ist. Ich wünsche mir und hoffe, dass ein bisschen was für euch dabei war, dass ich euch Mut machen konnte und ja, vor allen Dingen wünsche ich mir Durchhaltevermögen von euch. Ihr seid die Veränderung, die diese Welt so dringend braucht. Danke für euch, danke für euren Mut. Ihr werdet gebraucht, genauso wie ihr seid, mit eurer Andersartigkeit. Danke, danke für euch. Tschüss.